Du bist kein sehr guter Bürgermeister. Und du bist kein sehr guter Präsident. Mir egal, und du stinkst. Ich werde dich nicht zu meiner Geburtstagsparty einladen. Ich werde zwei Geburtstagspartys feiern und du bist zu keiner eingeladen. Donald Trump wirft dem Londoner Bürgermeister Sadiq Khan vor, seinen Bürgern eine erbärmliche Entschuldigung angeboten zu haben, als er sagte, dass es keinen Grund gäbe, alarmiert zu sein. Herr Khan reagierte und antwortete, dass er es Herrn Trump nicht erlauben würde, unsere Gemeinde zu trennen. Nach dem jüngsten Terrorangriff in London hat Trump seine Solidarität mit der Stadt im Twitter mehrmals betont. Den Bürgermeister Sadiq Khan griff er dabei mehrmals an und schrieb, dass seine Message an die Bürger nicht alarmiert zu sein, eine reine pathetische Entschuldigung sei. Dies ist nicht das erste Mal, dass die beiden von ihrer Abneigung gesprochen haben. Vor der US-Wahl im vergangenen Jahr sagte Sadiq Khan, dass Trump den Islam falsch einschätze. Trumps Ansichten, was den Islam angeht, basieren auf Unwissenheit. Ich bin keine Ausnahme, ich bin nicht der Einzige, der nicht nach Amerika einreisen darf. In einem Interview mit Piers Morgan sagte Trump, dass er diese Kommentare nicht vergessen wird. Er kennt mich nicht, wir haben uns nie getroffen, er weiß nicht, worum es überhaupt geht. An seine unhöflichen Kommentare werde ich mich noch lange erinnern. Nun wollen einige Trumps Einreise nach Großbritannien verbieten. Andere Bürgermeister verteidigen Herrn Khan. Bill de Blasio, der Bürgermeister von New York, sagte Folgendes. Ich verstehe nicht, warum Donald Trump versucht, einen Mann zu untergraben, der die Einwohner von London schützen möchte. Es macht einfach keinen Sinn. Das war es für heute. Ich bedanke mich für das Zusehen. Bis bald.